Hey ho Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker. Ja, natürlich, jetzt klappt es nur gut. Schön, dass sie gleich markiert haben, aber es ist schon. Es ist zu spät. Es ist zu spät. So, im letzten Part haben wir unsere Quest begonnen. Schlüssel eingesammelt und also was ist relativ gut, würde ich sagen. Oh, scheiß Schleim. Von dem ist der. Da kommt einer raus. Sagt, oh Gott. Manson, Robine. Na, du hattest ein Schwert. Oder sowas. Er sagt mir nicht, dass ich das damit auch aufbekomme. Ach, nee, bin ich ein Trottel. Holz brennt. Ja, wenn ich runtergehe, geht's so. Oh. Doch nicht. Ich hasse diesen Vogel. Ich wage es nicht, Alter. Guten Abend. Was genial ist, ne? Diese Holzleiter steht bestimmt schon seit 1000 Jahren da. Also, ja, gut. Kann mir egal sein. Hey, hässlicher Vogel. Bist du dumm? Weil ich will das ein bisschen her. Oh, stirb bloß hin. Dann hätten wir auch schon die goldene Feder. Den kann man. Ja, einer von diesen Ornis da sammelt die für seine Frau und ja, sammelt genug davon und kriegt, glaube ich, Geld oder keine Ahnung, whatever. Man. Wir warten aber noch eine Runde, bis das hier rauskommt. Wenn es auch ein bisschen länger dauert, nicht dass wenn ich da gerade lang gehe und so. Ja. Sieht aus, als ob so ein Paralleluniversum ist. Was hier los? Nein, Link. Nein. Böse Link. Oh Gott. Guck nicht runter, Link. Guck nicht runter. Wer ist hier ein Jesser? Ich nicht. Scheiß Vogel. Die genau hinguckt, dann seht ihr meine Leiche da irgendwie. Wo ich noch nicht gestorben bin. Oh, ein witziges Rätsel. Leute, lasst uns spielen. Nein, das verdiene. Wird's gleichmäßig aussehen. Okay. Oh, kletter doch hoch. Hey, Link.
durchtrieben und diebische Ratten, die den Leuten alles mögliche Sachen stibitzen, siehst du nicht zum ersten Mal, oder? Ich verstehe ja, dass sie dich machen, aber Ratten sind nun mal Ratten. Probier doch mal etwas Futter vor eines ihrer Rattenlöcher zu streuen. Vielleicht geben sie dir etwas von ihrer Beute ab. Naja, leck mich. Ging gar nichts mehr. Was willst du? Oh, was mal. Ich schwör's dir. Ein gezielter Wurf. Und schon ist das Ding noch. So, hier. Ey, was? Das muss ein Schwert nehmen und den das Gehirn ganz langsam rauspressen. Ganz langsam. Ich habe den Kompass gefunden. Juhu. Let's go. Rufe mit Hilfe von. Fantastisch, Alter. Mir ist eigentlich auch neu, dass Ratten wie an Decken laufen können, aber ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Kleinen Schlüssel. Alla. Ich weiß ja. Laber mich voll und ich brech hier irgendwie den kleinen Kopf mal so. Dieses. Oh no. Hab ich irgendwas vergessen? Da war ich noch gar nicht. Ich dachte schon. Ich hab echt keinen Bock, was zu vergessen, wisst ihr? Zwiebel und so. Hallo Vogel. Hallo. Komm, komm, schlapp zu. Komm, schlapp zu. Ey, du bist echt behindert, oder? Schlapp doch hier. Ey. Ohne Witz. Guten Abend. Und Federpflicht runter. Yeah, kleine Schlüssel. Man sollte echt mal sehen, wie viele kleine Schlüssel Link in seinem ganzen Leben da so aufhebt. Links, rechts, geradeaus. Vorne, hinten. Ohren auf. Links, rechts, geradeaus. Alles mit nur einer Fackel. Wow, bin ich gut. Guck mal, warum leuchte ich halt? Ja, ich sehe den. Ah, da. Oh, Link. Verarschung. Woo, ein Glücksamulett. Davon sammelt ihr auch so viele wie möglich. Also, das kann ich schauen. Okay, okay. Ja. Was ist denn los? Ich habe Bomben, ja. Oh Gott! Wow. Wer hat eigentlich die Idee, irgendwie Holz und Seile irgendwo, wo Feuer ist, anzufetten? Ich weiß ja nicht.
jetzt. Hier ist irgendwo einer noch dran. Ich spüre es im Moment. Sorry, ja. Oha, ein Karate-Kick in mein Face. Das war zu viel. Okay, Link. Das üben wir nochmal. Ich hatte erstmal alles 10 Stunden lang rum. Eine Seekarte. Ja, eine Schatzkarte. Damit kann man Schätze auf See finden. Meistens sind es Rubine. 200, also im großen Schätzen, auf Schatzkarten. Oder ja, Herzteile oder. Ja. Es könnte auch sein, dass es eine andere Karte drin ist, also eine spezielle halt, ne? Ach, da kommen wir noch gar nicht hin. Alles klar. Okay. Okay, dann ist das ja gut. Sehr stark, sehr stark. Die Viecher sind mega kacke, ne? Die müssen. Oh nein. Ihr müsst die schon so treffen, dass die. Lass mich mal schön in Ruhe. Mistvieh. Tschüss. Okay, man hätte es töten können, aber ich wollte nicht. So versöhnt, ich weiß. Alle auf Bullet Beep. Na, komm noch nicht rüber. Also ich muss hier hin. Oder? Ja, ich muss da hin. Thank you.
Okay, 5 Minuten habe ich Zeit. Okay, epische Musik, bitte. Dankeschön. Bam, seht ihr, wie ein Profi ich bin, so ein Fussel. Das lässt du schön bleiben, mein Freund. Nochmal. Das war's. Oh mein Gott. Und die musst du auch sammeln für einen Typen auf Portemonnaie, aber gut. Dazu später mehr, wenn ich genug davon habe und ja. Link, bist du gekommen, um mich zu retten? Ich danke dir vielmals. Es ist wirklich schrecklich. Irgendjemand scheint sich einen bösen Streich mit dem Schweif des ehrenwerten Walloon zu erlauben. Deswegen ist er auch so furchtbar verärgert. Okay. Der Schweif des ehrenwerten Walloon hängt in dem Raum genau unter uns. Dort unten muss also irgendjemand oder irgendetwas sein. Bestimmt haben die Monster, die mich vorhin entführt haben, etwas damit zu tun. Bitte, du musst schnell etwas unternehmen. Ich werde zwischen den anderen über diese Umstände aufklären. Nick, bitte nimm das hier und benutze es vor, um von uns, von hier wegzukommen. Dessen habe ich mich immer bedient, bevor ich zum ersten Mal hierher kam. Es war ein weit verbreitetes Werkzeug beim Fondori, bevor sie Flügel bekam. Ja, du hast den Greifhaken erhalten. Ein Gegenstand jener Zeit stammt, bla bla bla. Das ist eh kein Mensch. Denk hier lang. Ich hätte mich schwingen können, aber ich mache es nicht. Hui. Ich hänge auch nur über den Abgrund, also daher. Aber hier mache ich einen Cut. Bis dann. Ciao.